Herzlichen Dank, Fabian. Ja. Die FPÖ bringt Markt und gründet den als ältester Teilnehmer, der Josef Hinterbuchinger, mit seinen 80 Jahren, was ich da erzählt habe. Ja. Ganz herzlichen Dank, ja. Schön, dass du dabei bist mit deinen Akten. Ob wir so weiter wissen, wenn ich da sonst gern wünschen, also so, dann müsste ich es hätten. Ja, das ist ja, herzlichen Dank. Ja. So, ohne es. Das ist klar. Den letzten Pokal, was wir jetzt hergeben, ist gesponsert von Ultima für den Rittenmarkt. Das ist jetzt vergiss wieder zu sagen. Und wir haben Friedrichs Sattler, und zwar seitens angereist. Das wissen wir. Ja. 137 Kilometer aus Quarkdorf. So viel gekriegt hat, ist ein Gustav schon 100 und hat auch noch geschlafen. Wollte aber vielleicht schlecht. Ich habe es gestern gefragt, weil, was sitzt da nur so ein Eimer? Ja, aber die haben ja nicht gewusst, dass er auch schlafen dort war. Ja. So, herzlichen Dank. Ja. Der Pokal ist hoffentlich groß genug. Ja, das ist ein herzlichen Dank. Ja. So, wie es bei uns im Übrigen ist, wird jeder ein Erinnerungsgeschenk. Und dann hat das Geschenk gelernt und die Urkunde bitte. Und zwar als erstes den kleinen Siegfried Lehner. Das ist ein Schneiderpark von der Oktenhand, Paul Oktenhund. Ja, ich mache es ein bisschen schneller, weil es sind viele, vielleicht kommt ja ein paar gehen. Dann haben wir den Manfred Kamleitner. Ja. Verschneit. Oh weh, das ist noch ein Gewicht. Plus am 7. Oktober in Altema Dresden. Das ist am Sonntagvormittag mit Musik gemütlich, gibt es eine Urkunde. Das ist kein Eintritt. Und den Namen des Altema Vereins möchte ich mir noch recht herzlich bedanken, bei Herrn Wurzer, beim Vizebürgermeister von uns, dass er sie Zeitnummer hat und euch zu begrüßen kann und auch das Gemeindebuch für euch gespannt hat. Danke. Danke.
Ich schaue mal, was ist hier auf, gell?